Herzlich willkommen zurück bei Anno 2070 in der Mission Kampf für die Umwelt oder wie die hieß. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall sollen wir hier ordentlich Ökobilanz schaffen. Was ist denn das? Gesetz der urbanen Sicherheit. Ich soll 3 Cargoliner bauen. Sag mal, geht's noch? Will ich eigentlich nicht. Was soll ich mit dem Dreck? Nö, kannst du knicken. Ich will das ja unbedingt. Ja, ich kann sie auch wieder abreißen. Energieversorgung mangelhaft. So, 3 Stück. Das waren jetzt keine Cargoliner, ne? Das sind die Cargoliner. Energieknappheit. Energy is low. Ach genau, wir wollten uns ja noch um die Gemüse und Nudeln kümmern. Und ja, ich weiß, es sind eigentlich Nudelgerichte, aber ich nenne es Nudeln, weil es einfach Nudeln sind. So. Der hat keine Nudeln. Wieso hat der keine Nudeln? Fahrzeug fertiggestellt. Moin. Na gut, dann chillst du erstmal deine Hut. Ich brauche Holz. Und schon habe ich wieder kein Holz, ey. Naja. Na, guck mal, jetzt fängt er auch an zu producen. Sehr schön. Dann haben die jetzt hier auch ihre geilen Nudelgerichte. Achtung, einer ihrer Anteile wurde vom Gegner erworben. Das ist ja frech. Das ist ja schon zum... Ich kriege noch nie mal das Geld dafür? Was soll denn der Scheiß? Oh, ich dachte, das wäre wie bei 1800, dass wenn er mir die Anteile kauft, dass ich dann wenigstens das Geld für kriege. Fahrzeug fertiggestellt. Bin ich jetzt noch nicht so überzeugt von. Aber okay, wir schauen mal kurz in unsere Bestände. Das sieht alles sehr gut aus. Das sieht alles ganz wunderbar aus. Das sieht ganz toll aus. Bei diesem Auftrag springt auch etwas für Sie heraus. Der wird gierig. Ja, ich merke schon, der wird richtig gierig. So ein gieriger Gierichlon. Bringen Sie lieber bereits ohne das Scanner. Ja, gut, das kriegen wir ja auch mit zum Cargoliner hin. Stimmt. Bin ich mir fast sicher, dass wir das hinbekommen. Bei diesem Geschäft können wir dieser Auftrag wird ein Kinderspiel. Hm? Und dann ist gut bezahlt. Beeilung bitte, Zeit ist Geld. Ja, ich eile. Macht sich gut in meinem. Yeah, we did it. Oder musste ich mich gerade tatsächlich mal konzentrieren, oder bin ich ja überhaupt nicht mehr. Trenchcoats von. Ja, Trenchcoat. Ah, du bist's. Schneller Brutreaktor. -4% Ökobilanz für alle Eco-Gebäude. Das ist so ein sinnloser Scheiß. Technologien in der Akademie benötigt, nö, was haben wir hier, mehr Trefferpunkte, nee, wir geben jetzt auch kein Geld mehr dafür aus. Hier, verkauf mal den Scheiß. Ja, ich müsste mal zusehen, dass ich ein bisschen an Geld rankomme. Die alle hier so überglücklich. Das geht doch. Das ist doch schon fast kriminell. Hier dieses Konzertdings. Das passt hier vorne hin. Geilomat. Naja, dann kommt das hier vorne hin. Ganz klare Kiste. Dann brauche ich das nicht hier hinten hinsetzen.
Würde ja auch irgendwie sowieso nicht so richtig passen. Ja, dann ist das herzlichen Glückwunsch. Du hast soeben dein Recht erhalten, hier vorne gebaut zu werden, liebes Gebäude. Tada! So, und dann kommen hier unten einfach noch ein paar von den kleinen Häusern hin. So. Aber natürlich nicht ohne adäquate Verzierung. Schönbau ist ein Muss. So. Good job. Thanks, Bro. Dieses Riesenkongresszentrum bekomme ich nie schön in die Stadt eingebaut. Passt einfach nicht. Ja, das ist jetzt auch, ich muss auch sagen, hier, es passt so halbwegs, aber dieser doppelte Streifen hier vorne, das finde ich schon wieder nicht schön. Also entweder hätte auf beiden Seiten sein müssen oder nur auf einem. Hätte es auch nicht richtig drehen können und so. Naja. Da fehlen hier nur noch die geilen Drinks und dann sind die auch wieder fesch, ja. Brauche ich noch Obst. Milch und Obst. Brauchen wir eine ganze Menge Platz. Oh, hier haben wir Mais. Und eine ganze Menge Platz. Hier hätten wir auch eine frei. Hier könnten wir Zucker hinmachen. Dann hier die Energy Drinks für die Jungs herstellen. Oder wir machen einfach hier hinten das Zeug hin. Holen wir uns Zucker, machen wir das hier hin. Ja. Mais. Ich würde sagen, die Insel wird es werden hier. Die gönnen wir uns mal. Zack, zack. Na mal gut, dass wir so viel Holz haben, wa? Holen wir uns nochmal ein bisschen was von hier. Gönnt sie ja sonst nichts. Da bist du ja wieder. Jo, da bin ich. Initiative handelt immer fair. So, dann lassen wir Wenn mal. Wenn es die Sache wert ist, bin ich mir für keine Arbeit zu schade. Das ist schön. Müssen wir gerade hier die Zufriedenheit mal wieder ein bisschen ansetzen, erhöhen, da wir ja ein paar mehr Häuser bauen können. So, da. Ich hoffe, der siedelt jetzt nicht gleich innerhalb der nächsten 2 Sekunden in die Insel, die ich hier unten haben wollte. Das wäre so ein klassischer Move einfach von der KI. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Danke. Sehr schön. Eco-Arbeiter? Ne, da fehlen noch welche. Warum fehlen da noch welche? 4 Stück fehlen da. 2 von 1 fehlt noch. Die Ingenieure sind komplett nahezu. Ja, sehr gut. So. Da scheppert der Lohn jetzt richtig rein hier. Jawohl. Hier so ein Ding können wir gleich mal bauen. Das werden wir gebrauchen. Können. Achso, ihr habt ja noch kein Obst, ne? Ja gut, dann sollte ich mal holen. Hast die Eden Initiative also nicht vergessen. Geil, direkt Obst hier. Perfekt. Hätte ich auch gleich mal mitnehmen können, ne? Wenn ich mal mitgedacht hätte, wäre das vielleicht nicht schlecht gewesen. Gib Bescheid, wenn du was gefunden hast. Jo, habe ich, nämlich. Dankeschön. Die Eden Initiative. Die Eden Initiative. So. Guckst du hier? Guckst du da? Neue Fruchtbarkeit verfügbar. Jetzt weiß ich aber leider nicht mehr, wie die Dinger hier aufgebaut waren. Waren das die 3x4 Felder? Waren das 4x4 oder 5x5 oder noch größer oder kleiner? Ah, müssen wir wohl erstmal einsetzen. Oh, das waren sogar... Ach, die waren das. Ja, nice. So, ich dachte, das wäre 2 zu 1 gewesen, ne?
Ich kann übrigens deine Aussprache der Initiative nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich spreche das jetzt mal auch, wenn Jana das sagt. Es ist doch aber so. Oder bin ich da jetzt einfach nur... Also ich weiß nicht, für mich hört sich das immer so an, als hätte sie irgendwie so Nasalfehler oder so, wie man das auch mal nennen mag. So, sie spricht so nasal, dieses Initiative. Spricht so irgendwie mal so ganz komisch aus. Finde ich skurril. Sehr suspekt, diese Frau. So, das waren aber 5x5 bei der Milcherei hier, ne? Jo, waren 5x5. Zack, zack. Ich stimme auf jeden Fall zu. Das, was anderes hätte ich jetzt auch nicht gelten lassen. Also... Jede andere Aussage wäre direkt gebannt worden. So. Nun einmal das hübsche Gebäude hier. Machen wir mal so. Setzen wir mal gleich zwei nebeneinander, weil wir bauen ja gleich noch eins. Die Konsequenzen dafür trägst du allein. Ja, die Kerl träge ich allein. Ich bin nämlich ein ganz böser Straßenbauer. So. Ich baue Straßen. Machen wir mal so. Spiel gespeichert. Toll. Ja, gut. Schön ist was anderes. Ja, nee, du hast ja auch die richtige Auswahl getroffen, Antworten. Deswegen sehe ich keinen Grund für irgendein Bann. Also, alles schick. So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Sehr gut. Fahre er los und hole er Holz. Ich könnte natürlich auch einfach den hier nehmen können, der hier so sinnlos rumsteht. Aber das wäre jetzt so einfach gewesen. So. Komm, hier nehmen wir noch ein bisschen Glas mit. Das beides nehmen wir auch nochmal mit, was wir gleich nicht brauchen. Das schicken wir wieder zurück. Söhle. Tap, 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 tap. Ja, machen wir mal so. Zap, 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 zap. Nicht schön, aber in jedem Falle selten. So, dann fährst du das mal wieder zurück. Und wir richten mal eine Route ein. Von hier nach da mit dir. Du lädst hier ein die gute Milch. Da lädst du aus die gute Milch. Nein, du fährst erstmal hier deine Route zu Ende, was ich dir gesagt habe, du Schlängel. Die ollen Kühe brauchen aber auch Platz. Haben die Ecos denn noch nichts von Massentierhaltung gehört? Eine Kuh auf 2 Metern, auf Quadratmetern, genau so. Ja, weiß ich nicht. Scheinbar ja nicht. Die sind da irgendwie so ein bisschen, Warnung. Kontra. Produktion gestoppt. Ja, deine Achso, ja, da kommt ja auch in kein Lagerhaus ran. Moment. So, jetzt dürfte es gehen. So, Fruchtbarkeit leidet auch noch nicht. Das ist doch alles ganz einwandfrei hier. Opti schmal.
30.000 Öcken kostet. Hoppala, das wollte ich gar nicht. 30.000 Öcken kostet der Scheiß. Können wir mal hier. Mal Nudelgerichte? Nee, haben wir nicht so viel. Schande. Dann nehmen wir das und verhökern das einfach mal alles. Wir brauchen echt mal ein bisschen Geld, damit wir uns hier mal unsere Anteile zurückkaufen können. Jetzt mal das Angebot der Organisation. Ja. Du kannst auch mal zurückkommen hier, damit ich weiß, wo du bist. Sehr schön. Okay, Gemüse wird jetzt hier alles abgeladen. Sehr gut. Ja, warum ist die Nudeln reichen hier scheinbar nicht, ja? Also die sind hier beide bei 100%, aber es langt nicht. Es reicht einfach nicht. Gut, dann müssen wir hier noch mehr Nudeln hinsetzen irgendwie, so. Gut, pass auf, machen wir erstmal hier. Da geht die Straße lang. Nummer 2, 4. 2, 3, 4. Dann nochmal 2, 4 und 3. Das heißt bis dahin. Das heißt. Bis dahin. Das heißt hier 2, 3, 4, 5. Dann ein weg, ein rein. Theoretisch dürfte das passen. Gucken wir doch mal. 3, 4 weg. 2, 3, 4 weg. So hingedreht. 1, 2, 3 und die 4. Hier kommt der Weg. Und es passt. 1A. Warnung. Erkenne feindliche Einheitsmehrheit. Gefahr einer Inselübernahme. Willst du mich jetzt verarschen, Alter? Ey, der investiert ja aber richtig hart in meine Insel rein, du. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so gut. Ich dachte jetzt, also die können mal ein bisschen friedlich koexistieren hier. Oh, der ist ja scheinbar ganz schön geil auf meine Inselanteile hier. Achtung, Produktionsstillstand. So, also ich finde es interessant, aber dass das Geld scheinbar ins Nichts verschwindet. Ich meine, ich bekomme seine Anteile hier nicht, also das, was er dafür bezahlt, und er bekommt ja auch scheinbar nicht meins, ne? Ein Schlawiner, ey, das glaube ich ja nicht. So, gebe er mir Werkzeug. Gebe er mir Baumaterialien und gebe er mir Glas. Okay, die haben alles, was sie brauchen. Dann pimpt euch mal ab, bitte. Dieser Auftrag wird ein Kinderspiel. Und er ist gut bezahlt. Pengen Sie mir U-Boot. Ja, machen wir vielleicht irgendwann. Mir fehlt Glas. Komm, ich brauche nur ein. Dankeschön. Kein Wunder, dass alle hierher ziehen wollen, wenn unsere schöne Stadt dauernd im Fernsehen ist. Da ist er. Genau, der braucht jetzt diesen komischen 3D-Beamer hier. Den kriegen wir auch noch hin. Den kriegen wir auch noch hin, aber erstmal müssen wir hier das Nudelproblem bewältigen. Die große Nudelknappheit von 2070. Das David Doman, ich finde es schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Gerade wenn du auf YouTube dann auch noch vertreten bist, umso besser. Freue ich mir sehr gut. So. Jetzt habe ich hier die ganzen Bäume ja wieder weggerissen, ne?
Sinnlos. So. Dann brauchen wir ja nochmal unseren Nudelmaker. Ne, den nicht. Den hier. Und das Ding. Registriere Energieknappheit. Jo, da können wir uns gleich drum kümmern. Oh, da ist schon voll Haus. Na, dann bauen wir ein paar Windräder, würde ich sagen. So ein paar einfache hier einfach irgendwo auf die Insel mit draufgesetzt. Die kosten nicht so viel. Sind einfach zu bauen. Eins reicht erstmal. Daten geladen. Informationen zum Thema stehen bereit. Ja, nee, das machen wir jetzt gerade mal nicht. Das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Ach ja, genau, Abfertigungsdings. Da könnten wir eigentlich mal eins von bauen. Ich glaube, die werden hier ein bisschen overwhelmed sein mittlerweile. Deckstraßen? Völlig abgespaced. So. I like it. I like it very much. Gut, Nudeln werden jetzt noch mehr. Ach ne, warte, da fehlt noch ein bisschen Gemüse, ne? Da fehlt noch ein bisschen Gemüse. Zwei, drei. Vier. Fünf? Fragezeichen? Zwei, drei. Hier die 4 und da die 5 hin. So, sollte passen. Ökobilanz können wir nochmal ein bisschen verbessern, indem wir hier nochmal das nicht hinsetzen. Okay, ich verstehe. Bauen wir erst nochmal einen Cargo-Liner. Oh, Leute. Macht mich nicht schwach. Gebe er mir Glas. Glas war das Einzige, was wir haben wollten, oder? Ich dächte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, lasset uns... Fast, du schaffst es nicht. Bauen Sie Schiffe. 100. Cool. Unsinkbar. Nice, nice. Södle. Ich würde fast vorschlagen. Drüben kommt noch einer von den Dingern hin. Und. Na gut, noch eins von denen kriegen wir hier nicht hin. Aber. Wenn wir das haben, dann ist die Ökobilanz auf dieser Insel wieder neutral. Dafür brauchen wir nur ein bisschen mehr Glas, nämlich 8 Tonnen und eine Tonne Werkzeug. Das kriegen wir ja wohl hin, oder? Eine Tonne und noch eine hätte ich gerne. Danke. Die machen ja hier 40, ne? Ja. Chillig. Lipp. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Jo, nice. Das könnten wir hier theoretisch auch noch so ein Ding hinsetzen. Dann haben wir sogar eine positive. Ach, eine positive brauchen wir nicht. Positive, das wäre zu viel. Das sind übrigens Überwachungsstationen, keine Wetterkontrollstationen. Das hier sind die Wetterkontrollstationen. Gut. Also Nudeln müssten ja theoretisch mehr werden, wenn die hier mal hochgefahren sind bei 100%. Die sind jetzt auch bei 100%. Das heißt, Gemüse dürften wir noch und nöcher haben. Und
Ja gut, diese Teile sind halt einfach sauteuer, ne? Die kosten 40 das Stück. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas bekommen, wodurch die ein bisschen günstiger sind. Genauso wie die Windräder, dass sie weniger Einflussbereich haben und so weiter. Hat sie da zufälligerweise was Nettes für uns? Hovercraft, Angriffsstärke. Nee, das brauchen wir nicht. Eco-Gebäude, plus 10% Treffergebäude. Nee, alle Zielgebäude. Ja, Trenchy, ich wollte ja eigentlich auch mal. Du hast halt auch nur Scheiße. Also bring mal was, was auch ein Mensch braucht. Also nicht vergessen. Nee, hab ich nicht. Lade er mal auf. Hier ist ein bisschen Sushi. Nee, ist alles gar nicht so viel da hier. Wieso haben wir so viele Chips? Wieso haben wir so viele von den Computerchips? Weil die hier nicht richtig abgeholt werden können, weil der hier überfordert ist. Pass auf. Wir tun dir mal einen Gefallen, mein Freund. Wir beschleunigen mal hier die Abfahrtswege ein bisschen. Und holen hier nochmal den mit dran. Und einfach nur, weil du es dir verdient hast, gibt es nochmal ein Upgrade. So, und dann sollte das ja besser gehen. Denke ich mal, hoffe ich mal, vermute ich mal. So, wir haben jetzt hier 50 Sushi-Rollen. Nehmen jetzt hier 50 von den Dingern noch mit. Nehmen wir noch davon 50 mit, damit die wegkommen. Und das nehmen wir auch noch mit. So. Das verhökern wir jetzt und gucken mal, dass wir hier nochmal einen von unseren Anteilen zurückbekommen. Da brauchen wir 30.000 Öcken für. Und das Spiel wird gespeichert. Hey! Wait, what? Wow, warte mal. 7.000 Öcken bringt mir der Scheiß. Die Organisation Bio bis Green Tech, alles da. 3.600? 1.300? Komm mal wieder her. Das, obwohl sie das haben will. Oh, 3D-Prima. Wir sind uns also einig. Das löppt ja richtig. Mit Leuten wie dir kann man echt was anfangen. Hey, auf dich. Jo, cool. Also, warte mal, da müssen wir doch nochmal kurz. Da holen wir uns nochmal ein bisschen mehr raus hier. Und wenn wir schon dabei sind. Ich bräuchte dringend einen. Finden Sie drei Taucher. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Es gibt Ergebnisse? Ausgezeichnet. Danke für das Geld. Das können wir nämlich gut gebrauchen, um erstmal hier wieder auf den grünen Zweig zu kommen mit unseren Anteilen, dass da niemand uns die Insel wegnimmt hier. Das würde uns nämlich ganz schön massiv das Genick brechen. Das würde sehr, sehr ungesund für uns werden, wenn das jemand machen würde. Interesse? Nein. Ach, ein Parlament soll ich bauen. Ja, ist ja. Aber gut, das Fundament nur. Das ist ja natürlich gar kein Problem. Das macht man mal eben so nebenbei. Na gut, das Fundament geht tatsächlich. Aber alles andere, das wäre a little bit too much. So. 4 Tonnen Werkzeug. Hallo. Na toll. Produktion gestoppt. Schmelzwerke. Wir verkaufen das einfach mal. Kann ja nur Geld bringen. Das bringt ja richtig Asche, du Mensch. Hätte ich das mal gewusst, dass man auf diese einfache Weise so viel Geld scheffeln kann. Mensch. Achso, wie sieht es eigentlich aus hier mit Fruchtbarkeit für Zucker? Reis, Mais, Getreide und nochmal machen wir es nicht. Das wird zu teuer. Ach scheiße, jetzt habe ich auch nicht... Mist. Die Organisation dankt. Jo, sehr cool. Nehmen wir das beides mit. Mehr brauchen wir, glaube ich, ja eh nicht. Und dann können wir hier schon mal anfangen, Diamanten zu schürfen. Und was brauchen wir noch für 3D? Genau. Seltene Erdmetalle. Okay, seltene Erdmetalle.
Diamanten. Alter, 12 Tonnen Diamanten. Alter, 12 Tonnen Diamanten. 12 Tonnen Werkzeug brauchen wir für den Mist. Das ist ja ganz schön üppig. Du könntest mal hier mit dieser Route aufhören eigentlich. Dafür haben wir ja die ganzen Cargo-Liner. Algen. Nein, du bist kein Cargo-Liner. Komm, dann nimmst du es einfach. Sehr schön. Hast du eigentlich Interesse an Produktionsbauplänen für 2070? Ich habe letztens eine Sammlung derjenigen, die ich nutze, zusammengestellt. Tendenziell kannst du mir die gerne mal zuschicken. Also ich versuche gerne immer so selber Baupläne zu machen, wie zum Beispiel sowas hier. Aber ich sag mal, wenn es dann im Endeffekt so aussieht, ist halt auch keinem geholfen. Also hier mit den Obst, das finde ich auch okay so. Das finde ich schick. Aber ich habe das Gefühl, da geht auch noch was. Das kann man noch optimaler machen. Also wenn du da Baupläne hast, kannst du mir die gerne mal zukommen lassen. So, viel Spaß. Dann kommt hier so einer hin, da kommt so einer hin. Energieversorgung ist nicht mehr mangelhaft. Und hier kommt jetzt noch so ein kleiner Wonneproppen hin. Da ist Leute Freude erstmal das Ding direkt wieder abgerissen. So. Dann bräuchten wir noch Öl. Registriere Energieknappheit. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir kümmern uns ja. Das ist jetzt ja doof. Könnten den einen reinziehen? Das bringt ja auch nichts. Oh, hallo Wal. Ja, moin. Grüß dich. Okay, so sehen also Wale von innen aus. Interessant. Naja. Warte mal. Warte. Komm doch mal hier. Fast gut. Verdammt. Jetzt ist das blöde Öl da im Weg. Kann ich den irgendwie... Ich würde den gerne drauf bekommen, ohne dass ich in seinen Kopf reingucke. Weißt wie? Och, jetzt dreh dich doch nicht, du blöder Fisch. Ah! Toll, jetzt bin ich rausgeflogen hier. Bist du? Schwierig, ich glaube, das wird nichts. Warte mal, da sehe ich ihn. Sehr, sehr strange irgendwie alles. Falsche Taste. Wieder falsche Taste. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt mach den Black Smoker doch da weg. Och, Mann. Ich meine jetzt hier. Nee, das geht auch nicht. Komme ich nicht nach da oben hin. Oh ja, ich weiß, dass es ein scheiß Black Smoker ist. Jetzt ist der blöde Fisch weg hier. Och, Mann. Wo bist du? Da bist du. Bleib stehen, du Wal. Okay, vielleicht ist das jetzt was geworden. Erstmal 327 Screenshots gemacht. Und mir ist aufgefallen, hatte ich von der letzten Folge einen? Ich glaube nicht, ne? Also das wäre jetzt so das Ding für diese Folge. Warum bist du denn jetzt hierher gefahren? Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Kritisch?
Ja. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich tun? So eine geile Ölraffinerie wollte ich hier hinsetzen, genau. Damit wir hier richtig geilen Stuff producen. Achso, genau. Und bei den Algen muss natürlich auch... Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Öl. Wieso machen wir eigentlich so derbe, krass miese? Das gibt's doch gar nicht. Ja, wahrscheinlich wegen unserer Zweitinsel, die wir bei Laune halten. Registriere Energieknappheit. Och ja, Energieknappheit, ey. Ihr seid auch alle... Ihr habt auch alle einen Stock im... Ökobilanz. Rektum. Jo, perfekt. Schau ich mal rein. Werte steigen. Optimalst. Stimmt, wenn ich eine positive Ökobilanz habe, sind die auch zufriedener, ne? Kein Wunder, dass alle hierher ziehen wollen, wenn unsere schöne Stadt dauernd im Fernsehen gezeigt wird. Jo, nice. Aber... Was wollte ich machen? Warte mal, Nudeln haben... Passen jetzt die Nudeln hier? Das sieht okay aus. Es wird auf jeden Fall mehr. Und hier bräuchten wir... Wir brauchen echt noch mehr von dem Scheiß, ne? Ich würde aber sagen, wir kaufen uns erst nochmal hier ein bisschen Werkzeug bei Madame. Hast die Eden Initiative? Alles klar bei dir? Ein Engpass in ihrer Öl. Hey! Das können wir auch nochmal machen. Dich nützlich machen. Jo, machen wir. Wieder ein Posten mehr auf der Ausgabenseite. Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier eingetroffen. Wir sind uns also einig. Das nehmen wir mit. Ja, ihr habt noch kein Öl hier, das ist okay. Der kommt ja gleich. Und dann können wir ja eigentlich auch die ganzen Algengedöns hier können wir richtig schön verhökern. Das Ganze, was da jetzt bei rumkommt. So, und ich wollte ja noch einen Screenshot für die erste Folge. Was haben wir denn hier? Haben wir das denn? Ja doch, das... Ja, doch. Komm her, machen wir. Einfach nur, dann haben wir was. So. Bin mir manchmal gar nicht mehr sicher, was ich überhaupt alles gemacht habe. So. Werkzeug abladen. Schiff beiseite fahren. Du kannst auch mal mit da vorne hin. Dann ist das die Ecke der verfügbaren Schiffe. Das sieht gut aus. Oh, das ist okay. Nicht beklagenswert. Genau, wir wollten hier 3D-Beamer bauen. Dafür brauchten wir noch eine weitere Insel. Achtung, Produktionsstillstand. Des Beides. Nee, die nicht. Am besten eine, wo man auch noch Algen hat. Ja, perfekt. Achtung, einer ihrer Anteile wurde vom Gegner erworben. Oh ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier hatten... Ne, wir brauchen keine Diamanten. Wir brauchen das andere Schnullibums-Zeug hier. Keine Diamanten. Wir brauchen das hier. Oh. Gut, hier ist nicht so viel Platz. Oh, dammit. Das sieht ja nicht so gut. Ah, sehr gut. Hier haben wir noch... Ja, die ist okay, die Insel. Die ist okay. Besser auf jeden Fall als die andere. Komm mal hier her. Dann stellen wir hier mal ein Kontrolli hin. Machen wir mal hier so. Wenn Sie versuchen, hier das Wasser abzugraben, kriegen Sie Ärger. Gut, weiß ich Bescheid. Da hast du deinen Standpunkt sehr deutlich gemacht. Okay, machen wir.
registriere Energieknappheit. Ja, Energie. Oh, ja, die Ozon-Dingens, die können wir bauen. Das ist sehr gut. Ich habe keinen Power. Was? Pass mal auf, wir gehen mal kurz hier rüber und bauen hier nochmal so ein. Registriere Energieknappheit. So ein Ding hin. Und dann machen wir nochmal so ein. Zwei von den Teilen hin. Dann können wir nämlich hier auch die zweimal wegreißen. So, das beides bräuchten wir mal. Bitte hier hinbringen. Du lädst derweil mal bitte auf. Kommunikatoren. Ne, Nudeln behalten wir nochmal. Das möchte ich auch gerne noch mitnehmen. Wir vertrauen dir. Tonnen Diamanten. Heilige Mutter Gottes. Hier haben wir auch gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Gut. So, lasset uns unter Wasser tätig werden. Strom. Zack. Und dann nehmen wir die so rum, oder? Ja, doch, so rum auf jeden Fall. Zack. Spiel wird erstmal gespeichert, sehr gut. So, 15... Bitte was? Das ist ja jetzt nicht wegen euch hier. Zum. Warte mal, warte mal, was? 60? 40, also das sind jeweils 100. Das Ding an sich sind nochmal 60 und das Ding sind auch nochmal. Das sind 300, die wir ja zusätzlich ausgeben. 300, aber das will ja nicht erklären, warum ich hier minus 1000 mache. Wie sieht denn es hier aus? Minus 80 pro Stück und. Brauche ich zufälligerweise auch noch Algen für. Irgendwas von denen hier? Die Servicebots brauchen doch Algen. Ich würde sagen, das ist eine Problematik, um die müssen wir uns mal in der nächsten Folge kümmern. Ebenso mit den 3D-Druckern. 3D-Druckern, den 3D-Beamern und. Ja. Warte mal, 3D-Beamer. Bevölkerung. Diamanten. Ach ne, und was noch so alles anfällt, sehen wir ja dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, habt noch einen wunderbaren Tag und gehabt euch wohl. Fertiges Volk.